Hier soll sie entstehen, die Europazentrale des britischen Sportversands Frasers Group. Das alte Rollfeld des US-Flugplatzes Bitburg muss erstmal abgefräst werden, um Platz zu schaffen für das riesige Logistikzentrum. Nächstes Jahr dürften die Bauarbeiten beginnen, schätzt der erste Beigeordnete des Eifelkreises. Sie wollen der größte oder einer der größten Anbieter werden für die Artikel, die Sie vertreiben. Und uns freut natürlich, dass der Standort, der zentrale Standort für Europa für die Distribution Bitburg werden soll. Das alles bringt Wohlstand. Und zwar für die Region, für uns hier in der Eifel. Und trotzdem, als bekannt wurde, dass der Konzern sein europäisches Hauptquartier ausgerechnet in der Eifel bauen will, hat das viele gewundert. Denn das Unternehmen betreibt mit der Marke Sports Direct zwar hunderte Filialen weltweit, bislang aber keine in Deutschland. Doch nun ist klar, warum die Firma das Gelände in Bitburg gekauft hat. Das Unternehmen will die deutsche Firma Sportcheck übernehmen, mit bundesweit mehr als 30 Filialen. Das Invest von Frasers und der Einstieg bei Sportcheck oder die Übernahme von Sportcheck ist ein Beleg dafür, dass man starten will und dass man nach vorne kommen will. Insofern, glaube ich, ist ausreichend Druck im Kessel. Frasers rechnet damit, dass die Übernahme bis Anfang des nächsten Jahres abgewickelt ist. Beim Kreis hofft man, dass bis dahin auch die Baugenehmigung für das Logistikzentrum vorliegt. Frasers hat 52 Hektar Land gekauft. Das ist ein enormes Invest. Dort werden Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahlen starten irgendwo am Anfang mit 800 und die Planungen des Konzerns sehen Entwicklung bis zu 2500 Arbeitsplätze vor. Wohnen könnten diese Arbeitskräfte dann bald in der ehemaligen Siedlung der amerikanischen Soldaten. Diese sogenannte Housing liegt direkt neben dem Flugplatz und ist etwa 7-mal so groß wie die Bitburger Innenstadt. Nächstes Jahr sollen auch dort die Bauarbeiten beginnen. Um die alten Kasernen zu sanieren und neue Häuser zu bauen, hat die Kommune bereits Fördergeld beim Land beantragt und sucht derzeit noch nach privaten Investoren, damit die Wohnungen fertig werden, bevor das Logistikzentrum steht. Wann das genau sein wird, ist bis jetzt noch unklar.